Neben mir steht Simon Schlauri. Simon, wer nicht kennt, ist Rechtsanwalt aus Zürich, beschäftigt sich vor allem im Informations- und Kommunikationsrecht, doziert an der Uni Zürich, wenn ich das richtig im Kopf habe, Spezialgebiete Regulierung und Netzwerkindustrie und IT-Recht. Den Rest darfst du erzählen. Hier das Thema ist IoT im Konsumentenrecht. Wie lange muss ein Things im Internet eigentlich funktionieren? Gerne, ich übergebe ich dir. Gut, wunderbar. Vielen Dank, Dominik, für die freundliche Einführung. Mich selber muss ich in dem Fall nicht mehr vorstellen, das ist gut. Worum geht es heute? Wir schauen uns die Frage an, Internet of Things, wie das funktioniert im Konsumentenrecht. Vor allem diese Anbindung ans Netz. Wie weit kann ich mich einfach eigentlich darauf verlassen, dass Geräte, die ich kaufe, auch oder wie lange das die noch funktionieren. Zuerst, worum geht es überhaupt? Schaue ich mir die Sache an, dann werde ich einen ganz konkreten Fall schildern, den ich selbst erlebt habe. Wir haben nämlich ein Elektroauto, ein Elektrosmart, und das war genauso ein Internet oder ein Thing im Internet, wenn man so will, und das wurde dann irgendwann abgeklemmt. Und dann habe ich noch ein paar Ideen aus rechtlicher Sicht, wie man mit dem Thema umgeht, und versuche euch das plausibel zu machen. Eben, Internet of Things, ich habe gesagt, ich spreche primär von meinem konkreten Beispiel. In dem konkreten Fall hier war es so, dass das Auto über einen Internetzugang über das Mobilfunknetz verfügte und eben so Teil des Internet of Things, wenn man so will, wurde. Internet of Things, damit der Begriff klar ist, ist einfach die Idee, dass Geräte, Produkte, die man hat, eine Internetverbindung haben und so steuerbar sind. Man kann auch Updates machen beispielsweise. Sicherheitsupdates ist ein großes Thema in diesem Zusammenhang. Das Auto wurde quasi durch diese internetgestützten Funktionen zum Smart Car, also der Smart Car wurde zum Smart Car. Der Internetzugang hat vor allem verschiedene Funktionen eben dann ermöglicht. Ich gehe zuerst mal darauf ein, was heute möglich ist bei Autos. Man kennt das, dass man kann zum Beispiel die Klimatisierung starten. Man kann schauen, wie ist der Ladezustand bei einem Elektroauto. Was vielleicht früher noch relevant war, die Ladung funktioniert ja auch noch. Es kann sein, dass mal eine Sicherung rausfliegt und dann ist man irgendwie unterwegs, hängt das Auto an, geht einen Kaffee trinken und dann kommt man zurück und das Auto ist immer noch leer. Solche Dinge konnte man vermeiden. Ich habe meinen Smart vermietet auf der Plattform Charu seit längerem. Das hat unter anderem das Problem gehabt, dass die Leute vereinzelte Stecker da nicht richtig eingesteckt haben oder es schlicht vergessen haben. Es war dann auch bequem, wenn man mit dieser Funktion einfach kurz checken konnte, ob es im Laden ist, ohne dass man zum Auto gehen musste. Das ist heute bei vielen Autos Standard. Es ist bei sehr vielen Produkten des täglichen Lebens Standard. Man hat vielleicht die Geschichte um Sonos gehört neulich. Diese intelligenten Lautsprecher, die ich verbinden kann mit meinem Handy, wo ich Musik machen kann darüber in verschiedenen Räumen in meinem Haushalt. Es gibt alle möglichen Geräte, Handys, ist klar, das ist im Prinzip auch Internetzugangsgerät, wo man diese Software-Update-Funktionen hat, etc. Das ist keine Frage, das muss ich euch nicht groß erklären. Das war das Corpus Delicti. Viele wissen gar nicht, dass Smart ab 2012 rein elektrische Fahrzeuge hergestellt hat. Das hat man damals mit ein bisschen Nachdruck, also man musste mehrfach stürmen, dass man einen wollte, und dann hat man ihn tatsächlich bekommen. Und wie gesagt, der war also auch Smart, der hat vor allem hat er auch eine Vorklimatisierungsfunktion gehabt. Das war jeweils sehr bequem, wenn es kalt ist. Winter kommst du raus, das Auto ist schon warm, andere können das nicht. Das sah dann so aus auf dem Handy, wenn man da ein bisschen was sieht. Einfach so das App, wo ich diesen Überblick hatte. Und irgendwann, wenn man das, als ich dieses Handy-App gestartet habe, ist dann das hier passiert. Da stand eine Nachricht, Sundown Notification, Dear User, due to a technical changeover by your mobile provider, we are not offering this service anymore. Your application related data will be deleted, etc. etc. Von einem Tag auf den anderen hat man also einfach diese Funktion abgestellt. Das Faszinierende war, dass für diese Funktion ziemlich Werbung gemacht wurde. Also die haben sehr viel, eine schöne, wunderschöne Greenwashing-Kampagne gemacht, da in den, selbst in der Schweiz, in den Zeitungen gab es wunderschöne Werbung für dieses Auto, und da war diese Funktion immer oder häufig sehr prominent eigentlich drauf, und dass da diese Nachricht kam etwa 2,5 Jahre, nachdem wir das Auto gekauft haben.
So viel eben zur Frage der Ausdauer. Hintergrund war, also das hat man dann herausgefunden, da steht etwas von einem Technical Changeover. Hintergrund war, dass in den USA das 2G-Netz abgestellt wurde. Und das Gerät, das sie da eingebaut hatten, war sehr zukunftsorientiert ausgerichtet. Das wurde 2014 noch verbaut mit 2G-Technologie. In der Schweiz werden in diesen Jahren die 2G-Netze runtergefahren. Das ist klar, dann funktioniert es definitiv nicht mehr. Das kann ich vielleicht auch nicht erwarten, dass da immer die neueste Technologie eingebaut wird. Aber man hat da die Möglichkeit eigentlich, dass die Amerikaner oder die Gelegenheit genutzt, dass die Amerikaner das runterfahren und hat das dann gerade weltweit aus dem Programm genommen. Es war vermutlich auch noch ein bisschen gab es andere Gründe. Dieses System hat über SMS funktioniert damals, also nicht Internet im engeren Sinn, wenn man will. Aber also mindestens um das Fahrzeug bzw. die Box im Fahrzeug zu wecken, wurde ein SMS verschickt. Und dann hat das über das Internet schon dann die Daten ausgetauscht. Und das Problem ist, diese SMS sind teuer. Auch mobile Daten sind teuer. Damals waren sie vor allem teuer. Machine-to-Machine-Kommunikation. Und man hat dann diese Verträge gehabt, die waren vermutlich nicht so wahnsinnig gut verhandelt. Entsprechend war es teuer, über viele Jahre hinweg dann dieses System zu betreiben. Was ein weiteres Thema war in dem Zusammenhang, war die Softwarequalität. Also das hat zuerst monatelang überhaupt nicht funktioniert und dann so sporadisch eher gegen Schluss haben sie es dann in den Griff bekommen und dann war es ihnen offenbar zu teuer, das weiter zu pflegen, hat man es abgestellt. Das sind so die Gründe, warum man eben, wenn man solche Dienste anbietet, als Hersteller sich auch vielleicht ein paar Gedanken machen sollte über die Zukunft. Will man es finanzieren? Will man die Software pflegen? Das sind Dinge, die oft nicht bedacht werden. Was ist dann passiert? Eben, die haben das ersatzlos eingestellt. Ich habe mich dann an den Händler gewendet. Ich habe gesagt, hört mal, ihr habt Werbung gemacht mit dieser Funktion, ich will diese Funktion weiterhin. Der Händler hat dann mit dem Hersteller Kontakt aufgenommen und hat dann auf die AGB verwiesen, die ich angeblich akzeptiert habe, als ich diese Funktion in Betrieb genommen habe. Das stimmt natürlich, die waren irgendwo da. Und in diesem AGB stand, Mercedes behält sich jederzeit die Einstellung des Dienstes vor. Ich habe also das Auto gekauft, habe nachher eine Funktion aktiviert in dem Auto, für die man Werbung gemacht hat beim Verkauf fürs Auto. Und um die Funktion zu akzeptieren, musste ich zusätzlich AGB akzeptieren. Da drin stand, wir dürfen es jederzeit abstellen. Okay. Dann habe ich dem Händler ein Einschreiben geschickt. Auf Juristenpapier geht das ziemlich eindrücklich. Und einfach gesagt, ich verlange die Vertragserfüllung, ich habe das Auto gekauft. Was dann passiert ist, war einigermaßen erfreulich für mich. Ich habe dann von Mercedes Schweiz einen Anruf bekommen. Zuerst kam so, ja, ob ich nicht einen neuen Smart kaufen möchte. Da habe ich ein bisschen gelacht, gesagt, sicher nicht ein zweites Mal. Also ich falle nicht nochmals rein und habe das dann abgelehnt. Und dann haben sie mich gefragt, ob ich irgendwelche Interesse oder irgendetwas, ob sie mir irgendwie entgegenkommen können. Ich habe dann gesagt, ja, das Auto hat eine schöne Batterie, die ist gemietet im Moment, die kostet mich jeden Monat 100 Franken. Es gab ein Angebot, stehendes Angebot, man konnte sie jederzeit für 5.000 Franken kaufen, die Batterie. Die war damals aber schon drei Jahre alt, so halb spannend. Ich habe dann gesagt, ich kaufe sie euch ab für 2.000 und darauf sind sie eingegangen. Das war fair, muss ich sagen, ist in Ordnung. Liegt möglicherweise daran, dass ich eben als Anwalt ein bisschen mehr Druck aufsetzen kann. Das ist das Problem, das man als Konsument generell hat. Jetzt eben, wie habe ich argumentiert? Was waren so die Punkte, die ich mir überlegt habe von der rechtlichen Seite? Wir haben hier, mindestens aus meiner Perspektive als Konsument, ein Dreiparteienverhältnis. Wir haben oben den Händler, bei dem ich das Auto kaufe. Dann habe ich mich als Konsumenten und dann habe ich noch den Plattformbetreiber oder den Hersteller des Fahrzeugs, der jetzt in dem Moment identisch war, mit Smart bzw. Daimler im Hintergrund, die diese Plattform betrieben hat. Aus rechtlicher Sicht stellt sich die Frage, was da überhaupt für Verträge sind. Es ist ein bisschen kompliziert vielleicht. Es ist klar, ich kaufe ein Fahrzeug, das ist mal ein Kaufvertrag, da habe ich eine Sache, die ist definiert durch einen Vertrag. Und dann ist da irgendwie noch in dieser Sache eine Funktion drin, die oder eine Leistung drin des Händlers oder irgendeines Dritten, die dazu führt, dass dieser Vertrag nicht einfach erfüllt ist in dem Moment, wo ich die Sache bekomme, sondern das dauert weiter. Das ist nicht ein Kaufvertragselement, sondern das ist
eine zusätzliche Leistung. Ich habe das hier als Werkvertragskomponente beschrieben. Das scheint jetzt vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen komisch. Ich meine, das ist nicht ein Werkvertrag. Werkvertrag ist dann, wenn ich zum Schreiner gehe und mir einen Stuhl schreinern lasse. Aber für die Juristen wichtig beim Werkvertrag ist, dass am Schluss ein Ergebnis da ist. Und ich habe mich verpflichtet, dieses Ergebnis zur Verfügung zu stellen oder dieses Ergebnis am Schluss zu schaffen als Anbieter. Es könnte auch ein Auftrag sein. Der Unterschied zwischen Werkvertrag und Auftrag ist der, dass beim Auftrag nicht das Ergebnis geschuldet ist, sondern nur ein sorgfältiges Tätigwerden. Also wenn ihr zum Arzt geht zum Beispiel, ist das ein Auftrag, weil der Arzt, der verpflichtet sich nicht, euch gesund zu machen, sondern nur sein Bestes zu tun. Und in dem Moment hier, es gibt so verschiedene Konstellationen, wo ein Ergebnis dann über Dauer geschuldet ist, also zum Beispiel der klassische Fall Internetprovider, das ist auch grundsätzlich mal ein Werkvertrag, es ist einfach ein Werkvertrag, der über Dauer läuft. Es kommt ein bisschen darauf an, wie man den Vertrag ausgestaltet. Man ist natürlich frei, wir haben Vertragsfreiheit hier in der Schweiz, das heißt, man könnte auch hinschreiben, der Provider bemüht sich nach besten Kräften, diese Internetverbindung aufrechtzuerhalten, er ist aber nicht verantwortlich dafür, wenn wirklich mal was schief läuft. Hätte man in dem konkreten Fall auch in den Vertrag reinschreiben können, ist aber nicht passiert. Also ist das, wenn man es aus den allgemeinen Grundsätzen her anschaut, ist das ein Werkvertrag. Und darauf habe ich mich dann gestützt, habe gesagt, ich verlange weiterhin die Erfüllung dieses Vertrags. Was es auch noch gab, waren diese AGB. Oder ich habe die Funktion in Betrieb genommen bei dem Auto, musste dann die AGB akzeptieren, dann habe ich also offenbar irgendwie zusätzlich noch mit dem Plattformbetreiber oder damals mit Daimler, habe ich einen weiteren Vertrag abgeschlossen, wirklich, wo dann auch drin stand, wie diese Plattform betrieben wird und eben, dass man sie jederzeit wieder außer Betrieb nehmen kann. Jetzt, warum gehe ich überhaupt davon aus, dass da mit dem Händler auch so ein Vertrag bestand? Der Punkt war einfach, dass der das in der Werbung betont hat. Er hat mir dieses Auto verkauft mit dem Versprechen, dass so eine Funktion dabei ist. Also habe ich einen Anspruch, auch gegenüber dem Händler, dass dieses Auto diese Funktion hat. Das war relativ einfach. Was man dann sagt, ist, das ist ein gemischter Vertrag, der verschiedene Elemente hat. Wir haben einen Kaufvertrag und wir haben eben dieses Werkvertragselement auch drin. Das heißt, ich hatte eigentlich zwei Ansprechpartner. Ich konnte zum Händler gehen und sagen, hör mal, ich will jetzt diese Funktion. Und ich konnte zum Plattformbetreiber gehen. Der Händler war natürlich so ein bisschen, sag's mal, ein armes Schwein. Ich meine, die haben ja das Ding nicht eingekauft. Man hat sich vermutlich das auch damals nicht überlegt. Man hat nicht sich zusichern lassen irgendwie von Daimler, dass dieses Produkt weiter betrieben wird. Und die waren natürlich aufgeschmissen, die konnten überhaupt nichts tun. Deshalb auch dann das Angebot, ja, wie kommen wir da wieder raus? Oder? Schauen, wo ich stehen geblieben bin. Die wesentliche Frage ist jetzt, wenn man das Ganze mal anschaut, wie lange muss ich denn jetzt diese Plattform betreiben, beziehungsweise wie lange habe ich umgekehrt als Konsument einen Anspruch darauf, dass diese Plattform betrieben wird. Idealerweise aus Perspektive des Juristen steht das in dem Vertrag, den man abgemacht hat. Da gibt es weniger Diskussion. Wenn es nicht im Vertrag steht, dann stellt sich die Frage, wie gehen wir damit um? Und dann schaue ich als Jurist zuerst mal ins Gesetz, ist klar, da steht natürlich nichts über solche Serviceverträge, das Gesetz ist irgendwie von, ich weiß nicht, Anfang letztes Jahrhundert. Im Vertrag mit dem Händler stand auch nichts, das ist dann auch jetzt die Frage, welcher gilt überhaupt? Ich bin ja zuerst auf den Händler losgegangen, da stand auch nichts drin. Ist die Frage, wie gehen wir damit um? Der verspricht mir einfach ein Produkt, da ist aber nichts geregelt, vor allem ist nicht geregelt, wie lange diese Funktion funktionieren müsste. Wie gehen wir damit um, wenn da nichts steht? Und da sagen wir Juristen, dass man eine Vertragsergänzung macht nach dem hypothetischen Parteiwillen. Das heißt, wir fragen uns mal, was hätten die Parteien abgemacht, wenn sie das besprochen hätten? Und da habe ich mir schon eigentlich mir dann überlegt, ja gut, also ich hätte ja für die Funktion nur bezahlt, wenn ich mindestens eine gewisse Sicherheit bekommen hätte, dass das während der normalen Betriebszeit des Autos auch funktioniert. Vielleicht nicht, wenn das Ding ein Oldtimer ist, noch in 20 Jahren, aber ein Auto hält in der Regel irgendwie so 7 Jahre, 10 Jahre und während der Zeit hätte ich erwartet als Konsument damals, dass das funktioniert.
Und das wäre auch meine Vorstellung, wie man diesen Vertrag heute jetzt ergänzen müsste, dass man sagt, diese 10 Jahre. Oder? Also die berechtigte Erwartung des Konsumenten, wie lange ist das Gerät üblicherweise in Betrieb? Ja, es ist schwammig, ich weiß es. Es kommt vor allem auch darauf an, wie oder was für ein Gerät es das ist. Ich meine, ein Auto, wie gesagt, das ist relativ langlebig. Wenn ich ein Handy kaufe, wie lange habe ich jetzt Anspruch vielleicht auf Updates, auf, wenn ich neue Software brauche, wie lange vielleicht die Online-Funktionen des Geräts, wie lange habe ich Anspruch darauf, das ist vielleicht nicht 10 Jahre, vielleicht sind es 3 Jahre, vielleicht 5. Die Frage ist immer, immer unter der Voraussetzung, dass gar nichts geregelt wäre. Oh. Jetzt, hier. Was jetzt interessant ist in der Situation, also ich habe jetzt mal die Schweizer Gesetzeslage angeschaut, das steht überhaupt nichts mehr. Auf europäischer Ebene hat sich tatsächlich etwas getan. Die haben sich vor allem vermutlich auch diese Situation des Händlers angeschaut, auf den ich mich dann stürze, wenn etwas nicht funktioniert. Und die haben gesagt, ja, wir nehmen da die gleiche Frist wie für die Gewährleistung. Einfach die 2 Jahre, die nach europäischem Recht vorgeschrieben sind. Während diesen 2 Jahren kannst du vom Händler auch verlangen, dass die Funktion in Betrieb bleibt. Das ist mal etwas grundsätzlich Positives. Einziges Thema ist natürlich meine 2 Jahre und dann wird es abgestellt, da kann ich mich nicht mehr wehren. Geplante Obsoleszenz ist so ein Kriterium oder ein Thema hier. Das kann es nicht sein. Also ich finde, wir sind da nicht in einem Bereich, wo es um Gewährleistung geht, sondern es geht um einen Bereich, wo ich eine Leistung kaufe. Ich habe den Kaufvertrag und zusätzlich kaufe ich eine Leistung. Das kann doch nicht sein, dass bei einem Gerät, das eigentlich langlebig ist, nach 2 Jahren diese Leistung schon abgestellt wird. Ich finde, das ist politisch problematisch, diese 2 Jahre. Ich hoffe, das schraubt man im Laufe der Zeit. Bei Autos würde ich meinen, gibt es ein Kriterium oder einen anderen Anhaltspunkt, den man vielleicht anschauen könnte. Das ist die Frage, wie lange Originalersatzteile bereitgehalten werden. Das ist genau diese Frage, wie lange hat dieses Auto in der Regel so seine Betriebszeit. Und das ist etwas, das in der Regel 10 Jahre, auf 10 Jahre befristet ist. Ein Hersteller verpflichtet sich in der Regel, wobei das ist informell, das ist nicht irgendwie vertraglich festgehalten, ist aber eine Frage der Reputation auch, die halten in der Regel diese Ersatzteile für 10 Jahre zur Verfügung. Ich würde meinen, das wäre jetzt eine Frist, über die man reden könnte, ist mir lang, es geht um Internet, es geht um Technologie, die sehr schnelllebig ist, das ist mir bewusst. Andererseits, also mindestens, und jetzt kommen wir dann zur Frage, wenn es eine wesentliche Funktion ist, das Fahrzeug, wenn ich das Fahrzeug wirklich nicht mehr brauchen kann, ohne diese Funktion, würde ich erwarten, dass das etwa 10 Jahre noch verfügbar ist. So viel zu dieser, ich sage es mal, unrealistischen Situation, dass gar nichts vertraglich geregelt ist. In meiner Frage war ja etwas drin, das war in dem Vertrag, ich gehe nochmal zurück, mit dem Plattformbetreiber. Also ich habe das Auto gekauft, nachher habe ich diese AGB mit dem Plattformbetreiber abgeschlossen und da stand dann drin, die dürfen jederzeit abstellen. Jetzt ist die Frage, warum komme ich jetzt auf die Idee, dass eben doch gar nichts da ist? Das Problem ist, ich habe da einen Vertrag gemacht mit dem Plattformbetreiber, aber dieser Vertrag, der hat auf diese Konstellation überhaupt keinen Einfluss. Ich meine, ich habe ja den Kaufvertrag schon geschlossen. Der wird ja nicht abgeändert, indem ich mit einem Dritten einen Vertrag mache. Außer man hätte da drin geschrieben, ich habe gegen den Händler keinen weiteren Anspruch, außer das, was da drin ist. Das stand aber da. Muss ich zugeben, ist ein bisschen eine exotische Situation. Die Realität wird die sein, also es hängt damit zusammen, das war so mehr ein Testlauf, denke ich, von Smart, dass sie diese Funktion mal ausrollen wollten, mal schauen wollen, wie funktionieren die Konsumenten. Die haben sich jetzt eine blutige Nase geholt und hoffen jetzt und werden hoffentlich nächstes Mal ein bisschen genauer aufpassen, wenn sie die Verträge designen. Aber in der Realität heute wird man davon ausgehen können, dass solche Dinge in den AGB geregelt sind. Und zwar einerseits im Kaufvertrag beim Händler und andererseits eben auch in einem separaten Vertrag, den ich habe, zum Beispiel auch wenn ich ein Google-Handy in Betrieb nehme, dann habe ich, oder irgendein Android-Telefon, dann habe ich irgendwann einen Moment, wo ich die AGB von Google akzeptiere. Wobei, da gibt es ein anderes Thema, dass die nämlich viel zu lang sind und deshalb völlig ungültig, aber das ist nicht Thema des heutigen Tages. Meine ich ernst übrigens. Gut, eben also deshalb, weil dieser Vertrag hier mit dem Plattformbetreiber keinen Einfluss auf den Händler hatte, habe ich mich dann auf den Händler gestürzt. Jetzt, wenn es in den AGB steht, wenn da drin steht, wir können das jederzeit abstellen. Wie ist das jetzt? Können die das reinschreiben? Ist das okay? Völlig vernünftig, muss ich damit leben als Konsument?
Da gibt es in der Schweiz mindestens zwei, ich sage jetzt mal, Gesetze oder Gerichtspraktiken, die eine Rolle spielen können, die einem da einen gewissen Schutz verleihen. Wir haben einerseits die sogenannte Ungewöhnlichkeitsregel des Bundesgerichts, das steht nicht im Gesetz, aber das Bundesgericht hat das selbst entwickelt, die besagt, dass AGB keine wesentliche Änderung des Vertragscharakters durch eine überraschende AGB-Bestimmung vornehmen dürfen. Also wenn ich, es gab so diese Fälle, hat irgendjemand in seinen AGB für irgendein Produkt oder eine Software, glaube ich, war es damals, reingeschrieben, der Erste, der diese Klausel findet, bekommt 5.000 Dollar. Und irgendwie nach zwei Jahren hat dann der Erste das wirklich gefunden, hat dann das Geld bekommen. Man könnte es natürlich auch anders machen. Man könnte reinschreiben in den AGB irgendwie, ja, also wenn du diese Software kaufst, irgendwo steht noch ein zweiter Preis, da musst du noch 5.000 Franken oben drauf zahlen. Geht natürlich nicht. Ich meine, das ist überraschend. Ich muss nicht damit rechnen als Konsument. Auch als im Business-to-Business-Bereich gilt diese Ungewöhnlichkeitsregel ein bisschen in abgeschwächter Form, aber sie gilt grundsätzlich. Also ich muss nicht damit rechnen, dass da etwas völlig Fremdes drinsteht in den AGB, das den Vertrag in seinen wesentlichen Zügen komplett verändert. Die Idee dahinter ist die, wenn ich AGB oder einen Vertrag mit AGB unterzeichne, lese ich die in der Regel nicht. Muss ich auch nicht unbedingt. Und das heißt, Vertrag ist, habt ihr vielleicht schon mal gehört, Austausch von gegenseitigen Willenserklärungen, die übereinstimmen. Wenn ich als Konsument hinstehe und sage, ja, ich will, dass das gilt, dann sage ich nur, ich will, dass das gilt, was ich üblicherweise erwarten kann in diesen AGB. Aber ich sage nicht, ich will, dass das gilt, was du da irgendwie Überraschendes reingeschrieben hast. Damit, das sage ich nie. Ich sage nur das, was üblicherweise in solchen AGB drinsteht. Da habe ich schon einen gewissen Schutz. Also alles, was überraschend ist, was ungewöhnlich ist, das gilt gar nicht. Und jetzt würde ich sagen, in so einer Konstellation eine Klausel, dass ich einen Vertrag abschließe, wo drin steht, dass die Gegenseite einfach die Hauptleistung jederzeit abklemmen kann, das geht doch ziemlich weit. Das wäre überraschend, ich meine, das Auto war auch nicht ganz gratis, das finde ich ist eine überraschende Situation, das geht vermutlich nicht. Allerdings könnte man jetzt sich die Frage stellen, Voraussetzung hier steht oben, ist eben, dass es eine wesentliche Änderung des Vertragsinhalts ist. Bei diesem Smart, da ging es um das Vorheizen, es ging darum, dass ich kontrollieren konnte übers Netz, ob die Ladung dort funktioniert. Und das war es dann ungefähr. Und das ist eigentlich nicht wirklich wesentlich für den Betrieb eines Autos. Dass ich persönlich noch als Vermieter einen Vorteil hatte von dem, das war ein für mich persönlich subjektiv wesentlicher Aspekt, aber es war nicht insgesamt für jeden Käufer ein wesentlicher Aspekt. Und deshalb würde ich meinen, würde vermutlich eben die Ungewöhnlichkeitenregel trotzdem nicht funktionieren. Es ist zwar überraschend, aber es ist eben nicht eine wesentliche Änderung des Vertragsinhalts. Nächste Frage ist dann vielleicht noch, wie ist es mit zwei Jahren, wenn ich nicht ein beliebiges Abstellen der Funktion vereinbare gemäß AGB, sondern vielleicht eine Kündbarkeit nach zwei Jahren. Das hängt, finde ich, vom Produkt ab, womit muss ich rechnen beim Auto. Also zwei Jahre fände ich da immer noch relativ kurz. Allerdings hier würde ich natürlich jetzt als Hersteller verweisen darauf, dass es in der Europäischen Union jetzt diese Gesetzgebung gibt. Man kann Rechtsvergleichung machen, auch wenn man in der Schweiz Gesetze anwendet, dass man dort sagt, zwei Jahre und das reicht dann. Es ist schwer zu sagen, es könnte auch sein, dass das Bundesgericht dann sagt, ja gut, also wenn zwei Jahre drinsteht, dann ist das noch knapp akzeptabel. Es gibt noch ein weiteres Argument. Also vielleicht Fazit zu dem, die Ungewöhnlichkeitsregel bringt uns vermutlich nicht so viel. Bei einem Produkt, wo die Software sehr wichtig ist, zum Beispiel bei meinem Handy, würde ich meinen, hat die eine gewisse Bedeutung, wenn man's, vor allem wenn man es wirklich einfach jederzeit abstellen kann. Ich finde auch Software-Updates, das gehört heute dazu, dass das geliefert wird von einem Hersteller. Umgekehrt haben wir dieses Problem der europäischen Rechtsprechung, dass möglicherweise alles, was über zwei Jahre hinausgeht, oder der europäischen Gesetzgebung, dass alles, was über zwei Jahre hinausgeht, vermutlich einfach zu lang ist, dass ich das nicht mehr durchsetzen kann. Das mit dem Durchsetzen ist sowieso noch ein Thema, komme ich noch kurz zu sprechen. Dann haben wir ein zweites Gesetz, das uns vielleicht hilft, das ist neuer. Das ist das Lauterkeitsrecht, da gibt es diesen Artikel 8. Das Problem, das wir bei der Ungewöhnlichkeitsregel haben, ist, dass wenn alle es gleich machen, es dann nicht mehr ungewöhnlich ist. Also wenn alle Banken in der Schweiz asymmetrische AGB haben, was vermutlich der Fall ist, dann kann ich nicht mehr argumentieren vor Gericht, es sei ungewöhnlich, weil es machen ja alle gleich.
Das heißt, ich löse eigentlich das Problem, dass AGB sehr häufig asymmetrisch sind, zugunsten des Verwenders, des Unternehmens ausgerichtet sind. Das löse ich nicht mit dieser Ungewöhnlichkeitenregel. Und deshalb hat man hier eine neue Norm eingeführt, die ist ein bisschen kompliziert formuliert, hängt damit zusammen, dass man es eben stark am EU-Recht orientiert hat, und das ist in der Regel kompliziert formuliert. Da steht, unlauter handelt insbesondere, Rechtsfolge ist dann, das steht schon unten, dass die AGB-Klausel gar nicht wirksam wird. Unlauter handelt insbesondere, wer allgemeine Geschäftsbedingungen verwendet, die in Treu und Glauben verletzender Weise zum Nachteil der Konsumentinnen und Konsumenten ein erhebliches und ungerechtfertigtes Missverhältnis zwischen den vertraglichen Rechten und Pflichten vorsehen. Was steckt da alles drin, wenn wir es auseinandernehmen? Wir haben die AGB, also das sind vorformulierte Klauseln, also nicht ein Vertrag, den ich eins zu eins verhandle, sondern der legt mir einen Vertrag hin, ich muss ihn unterschreiben. Also nicht nur kleingedrucktes, jeder Vertrag, auch der normal gedruckt ist, das sind allgemeine Geschäftsbedingungen, wenn ich nicht verhandeln kann. Dann muss ich Konsument sein. Ich muss dieses ungerechtfertigte Missverhältnis haben. Also es kann vielleicht Gründe geben. Da kann vielleicht hingehen und sagen, ja gut, wir geben dir das jetzt besonders günstig und deshalb verpflichten wir uns nicht, das weiter zu betreiben. Wenn man solche Dinge drin hat, wird es schon ein bisschen schwierig. Also wenn es wirklich einen Link gibt zwischen einem vielleicht vergünstigten Preis, ich habe vielleicht zwei Produktvarianten, beim einen sage ich, okay, ich verpflichte mich 10 Jahre, das zu liefern, beim anderen sage ich, okay, du bekommst 5% Rabatt und deshalb kann ich es jederzeit abstellen. Wenn solche Dinge drinstehen, da geht es schon, oder? Also, aber das Missverhältnis muss irgendwie ungerechtfertigt sein. Und die Frage ist jetzt, ja, okay, was ist das jetzt, oder? Also ich habe jetzt ein Beispiel gebracht, wo es eben gerechtfertigt werden könnte vielleicht. Wie gehen wir damit um? Es ist total eine offene Klausel. Wir sagen, es sei eine Generalklausel, Juristenbegriff, muss ich nicht näher anschauen. Wir können aber auch diese Klausel auslegen, indem wir eben wieder ins EU-Recht schauen. Und dort haben wir neben dieser Zweijahresregel noch eine andere Bestimmung, die ganz gezielt für das AGB-Recht gilt. Und da steht, dass eben keine einseitige Vertragskündigung durch Gewerbetreibende ohne Rückerstattung des bereits bezahlten Betrags erfüllen oder passieren darf. Dann ist eine Klausel unlauter nach europäischem Recht und dann kann man eben auch in der Schweiz sagen, okay, Rechtsvergleichung, das wäre in der Schweiz auch der Fall. Und deshalb bin ich der Meinung, dass diese Klausel, selbst wenn sie im AGB, in den AGB des Herstellers steht und wenn die Hersteller-AGB gegolten hätten, dass diese Klausel problematisch gewesen wäre und möglicherweise nicht hält. Umgekehrt, wenn da gestanden hätte, nach 2 Jahren dürfen wir abstellen, hätte ich vermutlich keine Möglichkeit gehabt, mich da zu wehren. Das ist unbefriedigend. Klar. Learnings, kurz halten als Kunde, zuerst genau hinschauen, vor allem schauen, was in den AGB steht, die Reputation des Unternehmens anschauen, vielleicht nicht so Dinge machen, wie von einem deutschen Hersteller ein Elektroauto kaufen. Und dann, wenn man sieht, dass man wirklich vielleicht eine Chance hat, meisen lohnt sich, vielleicht mal einen Anwalt anrufen, da kann man einen bösen Brief schreiben, vielleicht hat man eine Chance, sich da durchzusetzen. Ich gehe jetzt allerdings heute davon aus, dass in den AGB in aller Regel diese Unfälle, die da passiert sind, eben heute besser unter Kontrolle sind. Hersteller und Händler, ich habe es ganz am Anfang gesagt, das sind langfristige Investments, man muss sich das genau überlegen, wie man das ausgestaltet. Man muss diese Dinge in den AGB regeln, habe ich schon gesagt. Man muss es vor allem gleichzeitig auch mit dem Kaufvertrag abschließen, das Ganze. Und man muss dieses Drei-Parteien-Verhältnis regeln. Also man kann zum Beispiel als Hersteller oder als Händler reinschreiben, ich bin nicht verantwortlich für diese Funktion, du musst dich an den Hersteller wenden und dann ist man eigentlich schon fein raus. Das wäre etwas, das ich erwarten würde. Und was wichtig ist eben, als Hersteller und Händler, dass man diese Dinge vertraglich regelt, vor allem auch diese zwei Jahre Frist, würde ich jetzt so reinschreiben. Für den Gesetzgeber, da gibt es eine interessante Regelung oder einen interessanten Regelungsvorschlag in England, und ich würde mich eigentlich dafür verwenden, dass man das in der Schweiz auch bringt. Die britische Regierung fordert, dass man Sicherheitsupdates, da geht es jetzt erstmal nur um das, dass man diese Information, wie lange man als Hersteller Sicherheitsupdates zur Verfügung stellen wird, dass man diese Information vorvertraglich schon geben muss. Also wenn ich einen Webshop habe oder wenn ich einen Laden habe, wo ich ein Gerät kaufe mit einer Internetanbindung, wo Sicherheitsupdates drüber laufen, dann muss das da angegeben werden. Und das macht Sinn, finde ich, da müsste man darüber nachdenken, dass man in der Schweiz so etwas auch bringt. Sinnvollerweise in Koordination mit der Europäischen Union, dann geht es einfach. Könnte eine Lösung sein.
Gut, die Zeit ist durch. Vielleicht können wir doch noch zwei, drei Fragen beantworten, oder wie willst du es handhaben? Genau. Du bist durch mit dem Content? Ja. Super. Wir haben 2 Minuten später begonnen, also von dem her, Fragen sind noch da. Danke Simon, erstens mal für die Herleitung von deinen persönlichen Rencontres, sagen wir es mal so, halt abgeleitet mit deinem Wissen, ja, und dass du uns das weitergeben konntest. Nun, einen großen Applaus mal zuerst für Simon. Danke schön. Organisatorisch ist es so, dass wir jetzt 1 Stunde Pause haben, von dem her, die möchten, können hier fürs Q&A noch drin bleiben. Ja, sind noch Fragen an Simon? Dann vielleicht von meiner Seite her. Okay, gern. Wie siehst du das? Deine Theorie ist, dass aktuell halt mit der, also es gibt mehr IoT, es gibt mehr Services, es gibt halt mehr Sachen, sind die user-aware, weil 2019 hatten wir Sonos, wir hatten Google Nest und so weiter. Das sind alles Negativbeispiele, bei denen die Hersteller noch nicht die Lesson learned gehabt haben. Siehst du da eine Veränderung oder muss es dann ein schnelles Ramp-up geben? Wie sieht die Regierung aus? Wo stehen wir da? Also wir haben es im Einleitungsreferat von Adrien gehört, dass in Sachen Digitalpolitik in der Schweiz noch nicht so viel läuft. Also mich würde es sehr überraschen, wenn da schon was unterwegs wäre. In der Hinsicht, ich habe auch nichts davon gehört bis jetzt. Die Hersteller würde ich erwarten, dass man jetzt langsam anfängt, das zu verstehen. Es ist halt schon so, in aller Regel kann man diese Probleme lösen, indem man AGB sauber formuliert. Und man kann sie so lösen, dass sie am Schluss für den Hersteller vorteilhafter sind. Vor allem, wenn wir jetzt auch diese EU-Regelung mit diesen 2 Jahren noch haben. Das ist möglicherweise das Ergebnis da. Gleichzeitig, ja, Kunden-Awareness, es kommt langsam, also mindestens in den, ich sag's mal, digital affinen Kreisen ist klar. Also man hat den Fall von Sonos gesehen, wo sie einfach die Software quasi abgedatet haben und dann wurde das Gerät kastriert, gewisse Funktionen sind weggefallen. Kann man sich schon fragen, geht das? Es ist vor allem dann, wenn das Gerät nicht mehr genutzt werden kann nachher, weil es vielleicht die Kompatibilität mit anderen Geräten verliert im Laufe der Zeit, so war es in diesem Fall, finde ich, kann das nicht sein. Andererseits, ich meine, wie alt waren die Geräte von Sonos, die jetzt nicht mehr update-fähig sind? Das waren, glaube ich, so die ersten Generationen. Ich glaube, damit muss ich bei einem IoT-Gerät, muss ich irgendwann damit rechnen. Ja, die Krux da war auch noch, dass sie sich auf die Fahne schreiben, wir sind halt umweltbewusst und nachträglich und dann sie halt bewusst halt funktionierende Geräte kaputt. Also ja, der Shitstorm war programmiert, oder? Ich hoffe, Sie haben es gelernt daraus. Die Frage ist dann wirklich, ich meine, sind die bestehenden in diesen alten Geräten, ist die Technologie, die Chips, das RAM, das verbaut ist, ist das in der Lage überhaupt, die neueren Protokolle zu unterstützen? Und wenn das nicht geht, irgendwann hört es auf. Ich meine, ich habe es gesagt, beim Smart war das Problem auch, dass irgendwann diese 2G-Funktion abgeschaltet wurde und damit muss ich dann halt einfach leben, dass es nicht mehr funktioniert. Es gibt Anbieter wie Tesla zum Beispiel, die dann Updates anbieten, wo ich neue Hardware einbauen kann, aber das ist wahnsinnig teuer. Also da ist man schnell in den Tausenden von Franken drin, ist dann die Frage, ob ich das überhaupt noch will. Ja, ich hätte doch noch eine Frage. Als Newbie und Konsument, eine zusätzliche Komplikation, die vielleicht nur tangential das Thema betrifft, aber einfach im Alltag vorkommt, ist, dass du hast ja gezeigt, es gibt den Händler und der Hersteller, bei der Software ist nicht oft nicht dasselbe. Jetzt beim modernen Einkauf kommt dann vielleicht noch die Dimension dazu, dass ich das Gerät vielleicht nicht mal irgendwie offiziell in der Schweiz gekauft habe, sondern bei Amazon Deutschland oder so. Wie würde das noch reinspielen, wenn... Vielleicht unklar ist überhaupt, welche Rechtsprechung dann gilt. Oder du hast ja auch gesagt, der Händler war vielleicht in der Schweiz, aber Mercedes ist ja dann in Deutschland und so weiter. Es ist wirklich, das ist ein Aspekt, der sehr stark eigentlich reinspielt in die Durchsetzbarkeit. Also ich habe es vorhin gesagt, Durchsetzbarkeit, also in der Regel kann der Hersteller seine AGB doch so ausformulieren, dass es passt für ihn. Das heißt, es lohnt sich gar nicht, den Prozess zu führen. Weiteres Thema ist halt einfach, was will ich tun, wegen einem 300-Franken-Gerät irgendwo ein Verfahren zu führen? Ich meine, ich kann mich beschweren bei einer Konsumentenorganisation, solche Dinge. Man kann im Prinzip im Extremfall zum Friedensrichter gehen. Könnte gehen, es kann auch sein, dass man da irgendwie eine Lösung findet, aber am Schluss, der Aufwand ist dann doch sehr, sehr groß. Bei einem Auto
sieht es anders aus, da lohnt es sich wirklich, einen Rechtsanwalt einzuschalten. Jetzt in so einer Situation ist dann halt die Frage, wo muss ich auch überhaupt klagen? Als Konsument habe ich den Vorteil, dass ich einen zwingenden Gerichtsstand an meinem Wohnort habe. Also das heißt, du könntest jetzt einen Hersteller mit Sitz in der EU an deinem Wohnort oder beim zuständigen Gericht an deinem Wohnort, also Zürich zum Beispiel, wenn du in Tallinn wohnst, glaube ich zumindest, dann könntest du den da verklagen, du könntest auch da zum Friedensrichter gehen. Und gut, die Frage ist dann, ob er kommt, aber es ist im Prinzip so, wenn du da ein Urteil bekommst, kannst du das dann nachher auch in Deutschland durchsetzen. Wobei eben, es ist gerade bei kleineren Geräten ist es hypothetisch, weil man den Aufwand nicht auf sich nehmen will. Was dort spielt, ist klar, das spielt die Reputation rein, da hat sich Sonos jetzt eine blutige Nase geholt, die werden sich das zweimal überlegen künftig, wieder solche Spiele zu machen. Aber im Prinzip kannst du als Konsument dort klagen, wo du wohnst. Danke dir, Simon. Wir müssen hier leider abbrechen. Simon wird noch hier auf der Bühne stehen. Ja. Wir können auch abends mal ein Bierchen oder sonst was mit ihm trinken. Okay, sehr gern, auf jeden Fall. Dann nochmals danke dir, Simon, und genieß die Pause. Schön.